Ich heiße Claudio Cavallini. Ich bin Geschäftsführungsassistent von FBN. Wir stellen Filter für hydraulische, öldynamische und industrielle Anwendungen im Allgemeinen her. 2009, als die Krise ihren Anfang nahm, hat FBN sofort verstanden, dass wir die Betriebsprozesse und die Betriebsabläufe ändern müssen. Wenn wir auch in Zukunft die Zufriedenheit unserer Kunden gewährleisten und ein wettbewerbsfähiges Unternehmen sein wollen. Wie viele andere Handwerksunternehmen auch, waren unsere Lagerräume mit sehr hohen Regalen ausgestattet, die für das Bedienpersonal eine objektive Gefahr darstellten, wenn sie mit der Leiter von hoch oben Material holen mussten. Deshalb hat sich das Unternehmen für die vertikalen Lagersysteme von Modula entschieden. Sie gewährleisten eine bessere Ordnung und Sauberkeit und erleichtern das schnelle Finden der Sachen. FBN besitzt 18 Vertikallager von Modula. 2 werden für das Rohmaterial und 16 für die Enderzeugnisse verwendet. Wir sind von auf Regalen abgestellten Kartons, die dort mit fehlenden Artikelnummern teils geöffnet und geschlossen abgestellt wurden, dazu übergegangen, die Produkte in verschiedenen Lagersystemen aufzubewahren, wo sie in Schubfächern, nach Artikelnummer getrennt, geordnet werden. Wir haben keine Berechnungsprobleme. Unsere Sachen sind alle sauber und sortiert. So ist es uns möglich, den Lagerbestand unter Kontrolle zu halten. Um die Kundenaufträge pünktlich auszuführen, passen wir die Produktion dem Lagerbestand an und es gelingt uns, schneller auszuliefern. Mit den vertikalen Lagersystemen hat sich die Projektverwaltung verbessert. Wenn der Kundenservice einen Auftrag erhält, gibt er diesen ins System ein. Über Nacht bearbeitet das System den Auftrag und am nächsten Tag sind die Aufträge bereits zu 100% ausführbar, da sie schon im Modularlager bereit liegen. Die Aufträge werden zur Verpackung weitergeleitet und von dort aus direkt entnommen und verschickt. Meiner Meinung nach ist Modula ein intuitives System. Eine Sache, die man einfach und problemlos lernen kann. Das Bedienpersonal hat sich durch die Einführung von modernen Maschinen weiterentwickelt. Und das ist für uns alle ein Vorteil.